C1 Brief. Thema lebenslanges Lernen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit viel Interesse habe ich die Meldung lebenslanges Lernen im Internet gelesen. Aus diesem Grund möchte ich jetzt darauf reagieren. Ich selbst bin Studentin, bin 21 Jahre alt und studiere Tiermedizin. Deshalb ist dieses Thema auch für mich ganz wichtig. Meiner Meinung nach ist lebenslanges Lernen gut für die Gesellschaft. Mit der modernen Entwicklung der Informationstechnologie müssen wir uns permanent weiterbilden. Früher gab es keine Handys und Computer. Heute arbeiten wir jedoch fast nur mit diesen Geräten. Jeder von uns kennt das, dass es immer neue Programme und Funktionen gibt. Aus diesem Grund können wir uns nicht auf unseren Kenntnissen ausruhen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Handwerker ihre Bildung häufig weiter vertiefen müssen. Es reicht, die neuen Geräte kennenzulernen. Andererseits sollten Lehrer immer neue Methoden lernen, wie man psychologisch am besten mit den Schülern umgeht. Außerdem sollte ein Lehrer seinen Unterricht und die Herausforderungen durch den Unterricht beherrschen. In diesem Fall sind Fortbildungen sehr bedeutend oder nötig. Persönlich schlage ich vor, dass jeder in seinem Bereich weiterlernen sollte, denn es stärkt das Allgemeinwissen, zudem machen die Weiterbildungen den Beruf einfacher. Wer mehr weiß, kann schneller und besser arbeiten. Abschließend möchte ich sagen, dass je mehr man lernt, desto einfacher fällt einem die Arbeit. Oder ist die Arbeit? Mit freundlichen Grüßen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.